da ist wieder die Martina und die Luisa von Tricky Horse. Wir testen ja gerade den neuen Megasus Horse Runner, diesen neuen Pferdehufschutz. Und es freut mich wirklich sehr, wie viele Leute von euch schon unsere Beiträge liken und teilen und kommentieren. Und ich habe euch ja beim letzten Beitrag gebeten, dass ihr mir ein paar Fragen stellt, die ich in meinen Videos dann ganz gut mit der Luisa gemeinsam beantworten kann. Und eine Frage war, ob sich der Hufschutz von Megasus wirklich gut an jede Hufform anpassen lässt. Und ich finde, das ist eine ganz gute Frage, weil das war bei der Luisa ganz ein wichtiges Thema, weil sie hat jetzt sehr spezielle Hufe, sage ich mal. Also sie ist nicht rund oder oval oder irgendwie, sondern sie hat so, vorne ist sie so grau drunter und dann hat sie Ecken auf der Seite und geht auf der Seite wieder gerade runter. Also ihr Huf ist so trapezförmig, würde ich jetzt mal sagen. Und das war halt bei ihr natürlich immer ein Thema, weil ein normaler Hufschuh, der reibt dann schneller oder dreht sich oder wir verlieren ihn immer. Das heißt, es war für sie gar nicht so leicht, einen passenden Hufschutz zu finden. Und bei den Megasus geht es ziemlich gut. Ich zeige euch das jetzt einmal von unten. Kommt mal mit. Also, wir haben ja hier die Sohle, die man jetzt relativ gut sehen kann. Und in der Sohle seht ihr jetzt auf der Seite relativ gut diese Sideclips. Ja? Und man kann sich das jetzt so vorstellen. Also wir haben auf jeder Seite haben wir vier solche Sideclips und die sind hier mit Stufen quasi hineinschlagbar. Also je nachdem, wie weit ich in die Stufe hineingehe, desto näher liegt auch dieser Sideclip dran. Also ihr seht jetzt da auch schon, der steht weiter draußen als der auf der Seite zum Beispiel. Der ist tiefer geschlagen und der ist nicht so tief geschlagen. Damit kann ich eben die Hufform von der Luisa sehr gut anpassen. Wie schaut das von vorne aus? Schauen wir uns das mal an. Das heißt, hier sehen wir, unterschiedlich tief sind diese Sideclips in Luisa, ihrem Huf, eingeschlagen worden und somit konnten wir diese Form, dass sie vorne so flach ist und dann auf der Seite so eckig rüber geht, sehr gut anpassen. Das heißt, durch diese Clips und diese verstellbaren Möglichkeiten kann man jetzt den Huf perfekt anpassen, wie er, also den Hufschutz anpassen, wie der Huf auch ausschaut. Und man kann natürlich zusätzlich auch sehr viel korrigieren. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, den Hufschutz wieder zu verbessern. Und das ist das Tolle an dem ganzen System und es gefällt mir auch ziemlich gut. Megasus hat da eigentlich ein total super cooles Video, das ich ja im Beitrag euch dazu zeige mit dem Link. Schaut euch das an, da wird das genau erklärt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin unsere Beiträge liked und teilt und noch mehr Fragen stellt, weil dann kann ich noch mehr coole Videos mit der Luisa machen. Danke vielmals.